Guten Tag und herzlich willkommen zum Webcast von Köln Business zum Thema Fördermöglichkeiten für KI-Projekte. Mein Name ist Dr. Dorit Meyer und ich führe euch heute als Moderatorin durch unsere circa einstündige Veranstaltung. Ich bin bei Köln Business in der Business Development Abteilung tätig und berate hier Unternehmen zu öffentlichen Förderprogrammen. Wie kann man als Unternehmen Zuschüsse beantragen für Projekte wie zum Beispiel die Entwicklung von innovativen KI-Tools? Darum soll es heute gehen. Und wir freuen uns sehr, dass unser Thema hier auf so große Resonanz gestoßen ist. Schön, dass ihr alle zugeschaltet habt. Zunächst ein paar Worte zu uns. Köln Business ist die Wirtschaftsförderung der Stadt, eine städtische Tochtergesellschaft. Uns geht es vor allem darum, dass wir den Standort Köln, den Wirtschaftsstandort Köln in seiner Wettbewerbsstärke weiter voranbringen wollen. Deshalb sind wir erste Ansprechpartnerin für Unternehmen, für GründerInnen und InvestorInnen. Weiter, wann immer es um Ansiedlung, Expansion oder auch Förderthemen geht und helfen zum Beispiel bei Genehmigungen und Anträgen, also allen wirtschafts- und verwaltungsrelevanten Belangen und arbeiten dabei eng mit Stadt und Politik zusammen. Außerdem greifen wir auch aktuelle Zukunftsthemen auf, zum Beispiel indem wir branchenspezifische Impulsprojekte zur weiteren Stärkung der Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Köln umsetzen. Weitere Informationen über unsere Services findet ihr auf unserer Homepage köln.business. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch, weil ihr allesamt ja an KI-Themen interessiert seid, unser Infoangebot unter ki.köln. Das ist eine Köln-Business-Seite, wo sich alles um KI an unserem Standort dreht. Zum Beispiel findet ihr dort eine aktuelle, sehr lesenswerte Studie oder auch weiterführende Links und die Kontaktdaten von meinem Kollegen Dr. Cedric Reuter, unserem Hauptansprechpartner zu KI-Themen hier bei Köln Business. Mit unseren Webcasts halten wir euch mit hochkarätigen Speakern zu aktuellen Themen informiert. Und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast, einer der renommiertesten Förderexperten in ganz NRW, so kann man das sagen, ist. Führt viele Unternehmen immer schon durch den Förderdschungel und hat schon so manchem Unternehmen dabei geholfen, erfolgreich Fördergelder zu beantragen und einzuwerben. Die Rede ist von Sergej Pawelljew. Er ist Experte für Fördermittel und Innovation und Projektleiter bei Zenit, dem Zentrum für Innovation und Technik in NRW, mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Hallo Sergej, schön, dass du da bist und dass wir uns wieder als Speaker hier in unserem Webcast heute wieder treffen. Hallo, liebe Dorit, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Welche Unternehmen wie von öffentlicher Förderung bei KI-Projekten profitieren können, darum geht es gleich in der Präsentation, die Sergej uns halten wird. Im Anschluss daran erhaltet ihr noch kurz ein paar Informationen zu unserem eigenen Köln Business KI-Förderprogramm von mir. Und natürlich werden wir euch auch im Nachgang alle Präsentationscharts, die wir hier zeigen, mit einer Follow-up-Mail zukommen lassen. Bitte nutzt auch unbedingt die Gelegenheit, dass ihr uns hier mit euren Fragen löchern könnt. Und dazu möchten wir euch bitten, dass ihr die F&A-Funktion von Zoom nutzt, um eure Fragen einzugeben. Aus Datenschutzgründen kann nur unser Team hinter den Kulissen die Fragen jeweils sehen, aber wir greifen sie auf jeden Fall auf und beantworten sie im Nachgang. Dann würde ich sagen, übergebe ich direkt dir das Wort, lieber Sergej, Bühne frei für deinen Vortrag. Vielen, vielen Dank. Immer wieder eine Freude, mit euch Veranstaltungen zu machen. Ich freue mich natürlich ebenfalls über das immense Interesse an dem heutigen Webcast. Mein Name ist Sergej Pawelljew, Innovationsberater bei Zenit, seit über 12 Jahren bei der Innovationsagentur des Landes Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Und mich treibt natürlich tagtäglich das Thema Innovation, Transformation um. Und ich habe die Freude, viele spannende Unternehmen, viele spannende Projekte tagtäglich zu begleiten. Und ich werde heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und Ihnen Themen vermitteln und ihn in zwei Themenblocken darstellen, wie das Thema KI in Unternehmen gefördert werden kann. Ich mache das innerhalb von, wie gesagt, zwei Themenbereichen. Zum einen das Thema Grundlagen und Grundsätze in der Fördermittellandschaft. Für mich sogar noch wichtiger zu vermitteln als tatsächlich die Förderprogramme, auf die ich später reingehen werde. Denn ich kann ja in der Tat in diesem nur kurzen Zeitfenster nur eine kleine Auswahl, einen kleinen Ausschnitt aus der Förderlandschaft, aus dem Förderdschungel darstellen. Insofern ganz wichtig für mich zu vermitteln und dass Sie verstehen, was ist die Logik, was sind die Mechanismen, die immergreifend, programmübergreifend und wie finde ich mich einigermaßen zurecht und finde die richtigen Förderoptionen und verlaufe mich nicht in dem Förderdschungel. Zunächst einmal, wie gesagt, der erste Block, das Thema Randbedingungen, Rahmenbedingungen der Förderung. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn öffentliche Gelder an Unternehmen fließen,
es keine Gießkanne ist in der Regel, sondern diese Vorhaben, die gefördert werden sollen, Unternehmern soll angeregt werden, etwas zu realisieren, Vorhaben anzustoßen. Es soll also einen Anreizeffekt geben, damit Unternehmen in Bereiche investieren, die nicht nur aus ihrem eigenen betriebswirtschaftlichen Kalkül funktionieren, sondern auch die einen Beitrag leisten zum gesamtgesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen. Ja? Und das sind auch Aktivitäten, die in der Regel sich mittelfristig und langfristig rentieren werden, nicht direkte Rentabilität nachweisen. Das heißt, es ist auch ein Fangnetz, sofern risikobehaftete Aktivitäten auch scheitern können. Ja? Das bedeutet auch, dass diese Aktivitäten und diese Fördermöglichkeiten, wenn Fördergelder an Unternehmen fließen, an bestimmte Voraussetzungen, an bestimmte Bedingungen gebunden sind. Eine ganz wichtige Bedingung, die ich Ihnen darstellen möchte, ist das Verfahren bis zur Förderung, mit der natürlich sichergestellt wird, dass die Rahmenbedingungen und die Mittel, die dort aufgewendet werden, tatsächlich zweckgebunden verwendet werden. Zunächst einmal betrachten wir einmal den Fördermittelempfänger, das sind Sie, das ist das Unternehmen. In der Regel sehen Sie ein Thema, sei es ein Förderaufruf, eine Richtlinie, teilweise auch Gesetze, die Ihnen die Möglichkeit eröffnen, Förderung zu bekommen. Um diese Förderung zu erhalten, werden Sie normalerweise immer einen Förderantrag stellen müssen. Das heißt, es geht einen formalen Weg. Manchmal gibt es die Option zu einer informellen. Teilweise ist es obligatorisch, dass Sie eine Projektskizze vorher einreichen. Aber ein förmlicher Projektantrag ist immer notwendig. Und es ist auch immer notwendig, nachzuweisen, wie die Mittel verwendet worden sind. Es gibt einige Ausnahmen, sogenannte Lump Sums im europäischen Bereich, aber in der Regel werden Sie tatsächliche Nachweise für Ihre Aufwände tätigen müssen. Ja? Und in der Regel machen Sie auch einen Schlussbericht, wo dann drinsteht, was haben Sie mit den Mitteln gemacht. Manchmal müssen Sie tatsächlich Rechnungen beilegen, Stundennachweise, Ihre Mitarbeiter, wenn die in Projekten gearbeitet haben, beilegen. Es ist unterschiedlich definiert, unterschiedlich behaftet von Programm zu Programm, aber diese Nachweise werden in der Regel immer abgefragt. Auf der Geberseite, in der Regel haben Sie ja nicht direkt mit Ministerien zu tun, sondern mit sogenannten Projektträgern, beliehenen Organisationen, die die Förderprogramme im Auftrag der öffentlichen Hand umsetzen, haben wir fachliche Gutachter und betriebswirtschaftliche Gutachter, die zunächst einmal fachlich prüfen, ob das, was sie tun, tatsächlich den Rahmenbedingungen und den Konditionen, den Zielsetzungen dessen, was ich vorhin erwähnt habe, ja, eines Anreizeffekts, eines Beitrags zu einer gesellschaftlichen Herausforderung tatsächlich beitragen, ja, ob sie tatsächlich das tun, was vom Fördermittelgeber tatsächlich auch gewünscht ist und ob sie auch die betriebswirtschaftlichen Bedingungen einhalten können bei der Umsetzung des Vorhabens. Ja, das wird alles geprüft durch die Projektträger. Die schauen auf ihre Projekte, die wählen die zu fördernden Projekte aus und die prüfen auch ihre Verwendungsnachweise und Schlussberichte. Bei der Auswahl der zu fördernden Unternehmen kommen unterschiedliche Entscheidungsformen zum Tragen. Die Programme, die ich Ihnen heute vorstellen werde, bewegen sich auch alle in diesen drei Entscheidungsformen. Alle drei Entscheidungsformen werden vorkommen. Zunächst einmal gibt es die sogenannten sehr, sehr verbreiteten Stichtagsverfahren. Ja? Diese Stichtagsverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer einen Wettbewerb darstellen. Das heißt, es gibt immer eine bestimmte Anreichungsfrist. Es gibt immer eine vergleichende Bewerbung der zu dieser Anreichungsfrist eingegangenen Anträge. Dann gibt es quasi eine Benotung, ja, ist ein richtiger Wettbewerb. Da es ein Stichtag ist, ist dem Stichtag in der Regel auch ein Budget zugewiesen, was verausgabt wird, was auch begrenzt ist. Und dann wird in einer Rangliste, die Wettbewerbsteilnehmer werden benotet und gerankt, gefördert bis zur maximalen Budgetgrenze, die für diesen Wettbewerb auch zur Verfügung steht. Das ist ein ganz verbreitetes Verfahren, was sehr, sehr regelmäßig zum Tragen kommt. Dann gibt es noch die durchlaufende, die fortlaufende Richtlinien- oder gesetzesbasierte Förderung. Dort ist eine laufende Einreichung möglich und dort wird eine Einzelfallentscheidung getroffen. Das heißt, Sie müssen nachweisen, dass das, was Sie tun, den Förderkriterien entspricht, dass Sie als Konsortium oder als einzelner Antragsteller förderfähig sind.
Und dann wird darüber beschieden von den Gutachtern. Bei Programmen, die bei begrenzten Mitteln oder bei Programmen, die entsprechend abgewickelt werden müssen, um diese Mittel aufzuwenden, greift manchmal das sogenannte Windhundverfahren. Ja, in der Regel dort, wo quasi begrenzte Mittel zur Verfügung stehen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn Sie rechtzeitig, nachdem das Programm, damit nachdem die Richtlinie greift, einen Antrag gestellt haben, können Sie, wenn Sie förderfähig sind mit Ihrem Vorhaben, diese Förderung bekommen. Ja. Ein weiteres Verfahren, was in den letzten Jahren verbreiteter aufgekommen ist, ist das Losverfahren. Hier melden sich quasi zu einer Lotterie an, werden, wenn Sie Losglück haben, dann ausgewählt und können dann einen Antrag stellen. Ja, das heißt, hier nehmen Sie anstatt mit einer Projektskizze einfach an einer Verlosung statt. Diese Verfahren sind ebenfalls regelmäßig, vor allem bei kleineren Fördertöpfen zum Tragen gekommen. All diese Förder- und Entscheidungsformen kommen in unterschiedlichen gängigen Förderbereichen zum Tragen. Und KI spiegelt sich in all diesen Förderbereichen auch wieder. Es gibt zum einen die sogenannte Beratungsförderung, dort, wo Sie den Kauf von externer KI-Expertise sich fördern lassen können. Ja. Hier liegt der Förderfokus eher breit. Normalerweise geht es insgesamt um digitale Transformation. Das Thema KI ist innerhalb dieses Themas integriert, ein Baustein innerhalb dieses Themengemenges, was natürlich noch viel, viel breiter ist als nur KI. Bei Beratungsförderung ist es regelmäßig so, dass Sie Beratungstagessätze des externen Dienstleisters, ja, es kann jemand sein, der Sie fachlich berät und begleitet. In der Regel wird es auch jemand sein, der bestimmte Sachen umsetzen kann, entwickeln kann, individuell für Ihre Anforderungen, da die Tagessätze gefördert bekommen. Ebenfalls eine Beratungsförderung, eine öffentliche Möglichkeit, kostenlose Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Das ist natürlich auch ein öffentliches Angebot, auch eine Förderung, wenn Unternehmen unter bestimmten Bedingungen Zugang bekommen zu kostenlosen Beratungsdienstleistungen. Dazu komme ich später ebenfalls an einem Beispiel noch darauf zu sprechen. Ein weiterer Förderbereich, der auch notwendig ist im Themenkomplex der KI, ist das Thema Personalförderung, das Thema Weiterbildung des Personals in diesem Themenbereich, das Thema Qualifizierung und auch das Thema Partizipation, das Thema Arbeitnehmer, ergonomische Einführung beispielsweise von KI-Assistenzlösungen in ihren Unternehmensprozessen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Hier gibt es ebenfalls Förderprogramme unterschiedlicher Art, ebenfalls Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die sich dort fördern lassen können, aber auch oft öffentliche kostenlose Angebote unter bestimmten Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Ein breites Thema, wo wir als Zenit sehr, sehr viel dran arbeiten, ist das Thema Forschung, Entwicklung und Innovation. Bei diesem Themenbereich sprechen wir von stark befristeter, fokussierter Projektförderung. Der Anspruch an so ein Projekt ist immer ein Innovationsgehalt. Das heißt, hier geht es darum, neue KI-Technologien, also die Basis für KI, oder vor allem, was natürlich deutlich verbreiteter ist, KI-basierte Anwendungen, Lösungen für bestimmte Bereiche zu entwickeln. Und zwar bis zu einem Prototyp, maximal bis zu einem Demonstrator, niemals bis zu einer performanten Software. Hier werden vorhabenspezifische Kosten, gegebenenfalls vorhabenspezifische Ausgaben in manchen Programmen ebenfalls gefördert. Ja. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, den habe ich unter spezifischen Zwecken zusammengefasst. Zum Beispiel der Nachteilsausgleich von kleinen und mittleren Unternehmen im Themenbereich KI. Da sind beispielsweise auch Beratungsförderprogramme, die drunter fallen. Aber auch das Thema Beitrag von KI zu Energie- und Ressourceneffizienz, zu Umwelt- und Klimaschutzeffekten, die adressiert werden können. Natürlich auch strukturpolitische Maßnahmen. Dorit May hat gerade das Thema Maßnahmen von Köln Business für den eigenen Wirtschaftsraum erwähnt. Solche Förderungen fallen auch hier drunter. In bestimmten Regionen, in bestimmten Bereichen gibt es sogar Förderung für Markteinführungsmaßnahmen, für Betriebsstättenerrichtungen, weil die natürlich auch auf KI-basierten Geschäftsmodellen fußen können. Ebenfalls möglich sind sogenannte Brancheninitiativen. Ja. Bestimmte Förderungen, als Beispiel sei hier die Gaming-Industrie genannt, werden unter ganz bestimmten Bedingungen nochmal besonders gefördert.
in diesem breiten Bereich der spezifischen Zwecke, der fokussierten Zwecke außerhalb der gängigen Innovations- und Beratungs- und Personalförderung werden natürlich projektspezifische Kosten, Maßnahmenkosten gefördert, aber es existieren sogar auch Investitionszuschüsse. Als ich natürlich für heute mir überlegt habe, welche Förderprogramme stelle ich vor, welche sind relevant, habe ich einen bestimmten Fragenkatalog bei mir im Kopf. Und das auch ein Fragenkatalog, der Sie orientieren kann, der auch notwendig ist, um sich nicht im Förderdschungel zu verlaufen. Ich habe jetzt Ihnen einige Fragen zusammengestellt, die relevant sind, wonach Sie bestimmte Programme, die wirklich für Sie passen, die wirklich für Sie als Unternehmen passen und für Ihre Unternehmung, für Ihr Vorhaben passen, sondieren können und das Passende auswählen können. Zunächst einmal, wer ist die Zielgruppe? In dem heutigen Fall natürlich Programme ausgewählt worden, Programmbeispiele ausgewählt worden, die vor allem für Unternehmen relevant sind, für kleine, aber auch für große Unternehmen relevant sind. Gegenstand der Förderung, in dem Fall KI, aber breit gefächert zunächst einmal. Ich habe wirklich unterschiedliche Förderprogramme ausgesucht. In welchem geografischen Gebiet liegt auf der Hand? Sie als Kölner Unternehmen, Kölner Antragsteller müssen in diesem Programm für antragsberechtigt sein. Wo sich ganz viele Förderprogramme signifikant unterscheiden, sind die aufwendigen Aufwands- und förderfähigen Aufwandsposten. Ja, manche Programme fördern nur Personal, manche Programme fördern nur externe Dienstleister. Und ich habe Ihnen auch unterschiedliche Förderprogramme mitgebracht, die eine unterschiedliche Bandbreite an förderfähigen Posten aufweisen. Beim Thema KI ganz besonders wichtig, ja, vor allem wenn man über das Thema Innovation in KI spricht, Timing und Dringlichkeit der Umsetzung. Denn hier gibt es eine enorme Varianz zwischen Antragsstellung und möglichem Projektstart. Von rückwirkender Förderung bis hin zu einer Wartezeit von über einem Jahr bis Projektbeginn. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Da gibt es noch weitere Themen, nach denen man Förderprogramme sortieren kann. Welche Anforderungen gibt es an die Verwertung? Welche Anforderungen gibt es an den technologischen Reifegrad? Wie wird Innovation definiert? Das sind alles Themen, die man mit berücksichtigen muss, bevor man sich als Antragsteller in ein Förderprogramm stürzt, was gegebenenfalls gar nicht zu einem eigenen Vorhaben passt. Das ist nämlich das, was wir regelmäßig mitbekommen in der Förderberatung. Nicht, dass das Vorhaben, was Sie planen, grundsätzlich nicht förderfähig ist, sondern dass Sie einfach in einem Programm einen Antrag gestellt haben, wo Sie sehr geringe bis gar keine Chancen haben, sondern eher in einem anderen Programm einen Antrag hätten stellen müssen. Als kleines Zwischenfazit zu dem bisher Gesagten. Zunächst einmal, gefördert werden ambitionierte Vorhaben. Ja, man braucht natürlich Puste, man braucht ein bisschen Puffer. Es geht um Investitionen in die Zukunft. Wenn ein Unternehmen schon mit dem Rücken zur Wand steht, dann werden Ihnen diese Förderungen, über die ich heute sprechen werde, überhaupt nicht weiterhelfen. Ja, es sind keine Rettungsanker, es sind Investitionen in die Zukunft, die sich mittel- bis langfristig rentieren werden. Ebenfalls wichtig, Zweckbindung. Ja. Mittel müssen dafür verausgabt werden, was in dem Zuwendungsbescheid drinsteht. Es ist auch keine Gießkanne, es ist eine projektspezifische Förderung. Es gibt keine Förderung ohne Antrag. Und es gibt viele Varianten. Es ist genau zu prüfen, was zu Ihnen passt. Kommen wir zu den Programmbeispielen, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Sie brauchen sich keine Notiz zu machen. Sie bekommen die Folien im Nachgang natürlich zugeschickt. Ich werde nicht aufs kleinste Detail von jedem Förderprogramm eingehen. Das ist in diesem Zeitrahmen nicht möglich. Die sind natürlich beliebig fokussierbar. Zunächst einmal eine große Förderinitiative, die sogenannten EFRE NRW Innovationswettbewerbe. Ich habe mir diese Innovationswettbewerbe aus dem EFRE NRW Programm rausgegriffen, weil dort das Thema KI eine wichtige Rolle spielt. Wir haben 6 Wettbewerbe mit jeweils 3 Aufrufen pro Wettbewerb. Manche Aufrufe sind schon gelaufen, aber in jedem Wettbewerb stehen noch Aufrufe bevor. Und in fast jedem Wettbewerb kann das Thema KI als Beitrag zu einem Leitmarkt, zu einem Anwendungsfeld, wie Sie sich hier sehen, Umweltwirtschaft, Werkstoffe und Produktion, das Thema Energie, das Thema Medizin, Life Sciences, das Thema Mobilität, eine Rolle spielen. Ja. Beim Thema Kultur, Medien, Kreativwirtschaft, KI und IKT, ein
zuweilen vielleicht anmutend zusammengewürfeltes Themenbereich, spielt das Thema KI aber eine explizite Rolle, wird nochmal explizit als eigene Förderlinie adressiert. Und ich gehe gleich nochmal kurz darauf ein. Folgen noch zwei Wettbewerbe, deswegen wirklich auch spannend für Sie als Zielgruppe. Pro Förderaufruf gibt es ca. 34 Millionen Euro und eine Erfolgswahrscheinlichkeit im Antragsprozedere ist Pi mal Daumen 30%, wenn man Anträge in diesen Aufrufen stellt. Wobei bei dem Wettbewerb, den ich Ihnen auch kurz vorstellen werde, die verausgabten Mittel im ersten Aufruf geringer waren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit jetzt im zweiten Aufruf dürfte etwas höher sein, als es normalerweise der Fall wäre, wenn die Mittel gleichmäßig verteilt würden. Bei allen EFRE-Innovationswettbewerben gibt es ein zweistufiges Auswahlverfahren. Das heißt, Sie beantragen Ihr Projekt mit einer Skizze, was fachlich, die fachlich bewertet wird und natürlich auch, wo die Antragsteller betriebswirtschaftlich geprüft werden und erhalten dann eine im Erfolgsfall eine Förderempfehlung. Und die Förderempfehlung ist noch keine förmliche Zusage zur Förderung, aber da sind Sie schon ganz, ganz vorne mit dabei, um mit einer Formsache, mit dem Vollantrag, der nicht viel mehr Aufwand benötigt, als das, was Sie sowieso schon in der Skizze haben, tatsächlich an die Förderung zu kommen. Ja? Die formale Zuwendung wird tatsächlich erst mit dem formalen Antrag ausgesprochen, aber die Förderempfehlung ist schon so gut wie die Zusage, aber informell, wie gesagt. Dieses zweistufige Verfahren hat aber die Konsequenz, dass es ein langwieriges Prozedere ist. Das heißt, von Stichtag zum frühesten Projektbeginn werden in der Regel 10 bis 12 Monate vergehen. Das ist so die Regel. Wenn man auf die Struktur und die fachlichen Anforderungen in diesen Projekten schaut, ist es wichtig zu betonen, dass es sich um angewandte Innovationen und angewandte Entwicklungsprojekte handelt. Also es geht tatsächlich darum, Demonstratoren, Prototypen zu entwickeln, Lösungen zu entwickeln, die mit nicht mehr allzu viel Verwertungsaufwand schon an der Schwelle des Marktes stehen können. Natürlich keine fertigen, serienfertigen Lösungen, aber validierte Prototypen. Idealerweise haben Sie, damit Sie eine Chance haben, ein breit aufgestelltes Konsortium, das die Wertschöpfungskette einer Lösung auch wirklich abdeckt. Also Entwickler und Referenzanwender, Pilotanwender für eine bestimmte Lösung. Es sind unterschiedliche Organisationen förderfähig. Wichtig ist in dem Konsortium mindestens ein kleines oder mittleres Unternehmen, das heißt Unternehmen unter 250 Mitarbeitern, hier gilt die KMU-Definition der EU-Kommission, muss in diesem Konsortium enthalten sein und einigermaßen gleichmäßig verteiltes Budget innerhalb des Konsortiums ist ebenfalls zu empfehlen. Da es ein NRW-Programm ist, liegt es natürlich auf der Hand, es sind Antragsteller aus Nordrhein-Westfalen förderfähig. Die Entwicklung und die Verwertung sollte vorwiegend in Nordrhein-Westfalen erfolgen. Förderfähig in diesem Programm sind nach Ausgabenerstattungsprinzip Personalausgaben, Gemeinausgaben und Sachausgaben. Bei den Personalausgaben gibt es eine bestimmte interessante Nuance. Es werden nicht die tatsächlichen Gehälter, wenn wir von Ihrem Personal sprechen, gefördert, sondern es gibt sogenannte Leistungsgruppen. Angefangen bei Leistungsgruppe 4, für Hilfstätigkeiten, pauschal angesetzt mit ca. 40.000 Euro pro Jahr, bis Leistungsgruppe 1, das sind Akademiker in ihren Projekten, mit pauschal 100.000 Euro pro Jahr Jahresgehalt. Ja, das sind Sätze, die dann pauschal angesetzt werden und dann anteilig der Stundenaufschriebe ihres Personals innerhalb dieser Projekte dann entsprechend in die Bemessungsgrundlage geflossen. Gemeinausgaben und Sachausgaben gibt es zum einen auf der Gemeinausgabenseite eine Pauschalierung, 15% auf die Personalausgaben kriegen Sie pauschal für die Gemeinkosten. Und für Sachausgaben können Sie zwischen einem pauschalierten Satz von 25% oder einer direkten Abrechnung, da können Sie auch über diesen Satz kommen, wählen. Das sind die maximalen Förderquoten, die Sie hier sehen. Die variieren. Bei Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind die bei 90%, aber bei Unternehmen variieren die in Abhängigkeit von Innovationshöhe und Notwendigkeit der Förderung. Das heißt, je kleiner das Unternehmen, desto höher die Förderquote und je anwendungsnäher sind, desto niedriger
die Förderquote. Je näher sie am Markt sind, je näher sie an der Validierung des Prototypen sind, je anwendungsnäher ihr Vorhaben insgesamt ist, desto niedriger die Förderquote, die bestimmt wird. Und zwar für jeden einzelnen Teilnehmer ihres Konsortiums. Auch von Aufruf zu Aufruf, also von Wettbewerb zu Wettbewerbsthema, variieren diese maximalen Förderquoten. Das Programm, was ich vorhin auch erwähnt hatte, als Wettbewerb, als Akronym hat es Next in NRW. Ja, das Thema, was Kultur, IKC und KI mit einfließt, mit dem spezifischen Fokus unter Fokus KI, ist ein sehr anwendungsnahes Förderprogramm. Das heißt, hier sind die maximalen Förderquoten auch niedriger als vorhin erwähnt, beispielsweise für Großunternehmen bei maximal 50%. Wir haben hier vier Bereiche für anwendungsnahe Entwicklungen. Sie sehen, es ist ein breites Innovationsverständnis. Sie können sich den Einsatz von KI für neue Geschäfts- und Produktionsprozesse fördern lassen, KI für innovative Produkte und für innovative Dienstleistungen. Sie können KI nutzen, um Märkte und Zielgruppen zu erschließen. Und Sie können auch KI-basierte Geschäftsmodelle entwickeln. All diese vier Themen sind, wie gesagt, in Konsortien förderfähig. Und wir haben noch zwei Einreichungsrunden vor uns, 26.04.24 und 31.01.25. Hier unten sehen Sie auch den Link mit weiteren Informationen zu diesem Förderprogramm. Und sofern Sie KI anwendungsnah entwickeln möchten, können Sie sich das gerne anschauen und für Fragen auch sich an den Projektträger, an die Innovationsagentur NRW entsprechend richten, aber auch an Köln Business und auch an Zenit, um sie zunächst einmal auch orientieren zu lassen. Ein Programm, was einen recht anderen Weg geht als EFRA NRW, ist das ebenfalls breit angelegte und ebenfalls von Nordrhein-Westfalen gestellte Mittelstand innovativ und digital. In diesem Programm haben wir drei Themenbereiche, wo KI zum Tragen kommen kann. Zum einen in den Digitalisierungsgutschein, MEG Digitalisierung, wo Sie sich externe Dienstleister einkaufen können, die Ihnen etwas programmieren. Ja, oder aber auch Software einkaufen können für Geschäftsprozesse. Auch das Thema MED digitale Sicherheit oder Cybersecurity, wo natürlich KI eine Rolle spielen kann in der Lösung, wo, da wo Sie in Cybersecurity auch investieren. Das sind aber zwei Programme, die aktuell auf Hold sind. Die werden im April wieder öffnen mit einem Losverfahren. Wie das funktioniert, hatte ich Ihnen schon erzählt. Voraussichtlich im April werden diese beiden Bausteine in MED wieder geöffnet werden. Aktuell und laufend geöffnet ist das Thema MID-Assistent. Spannendes Thema, das werde ich Ihnen kurz vorstellen. Zunächst einmal grundsätzlich, hier wird der Aufbau interner Kapazitäten gefördert, und zwar in den drei Themenbereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung, wo auch KI ein Fokusthema ist. Konkret wird die Festeinstellung eines Hochschulabsolventen, der nicht länger als 2 Jahre nach seinem Abschluss zu Ihnen ins Unternehmen kommt, gefördert. Und Zielgruppe sind hier nicht alle KMU, wie sonst im MED-Programm, sondern nur kleine Unternehmen, also Unternehmen unter 50 Vollzeitäquivalenten, ja, mit maximal 5 Akademikern. Im Fokusfeld Digitalisierung, das ist der Schwerpunkt A, digitale Produkte und Dienstleistungen, sind Themen adressiert wie Machine Learning, Big Data, Data Mining, Data Processing, Data Analytics. Also KI-Themen, die definitiv dort zum Tragen kommen, wo der Assistent in Anführungszeichen, ja, so wird er genannt, der neue Mitarbeiter dran arbeiten kann, in ihrem Unternehmen smarte Produkte zu entwickeln, smarte Dienstleistungen oder smarte Produktionsverfahren einzuführen. Die Konditionen sind unterschiedlich, und zwar werden, wenn Sie schon Akademiker beschäftigen, exklusive Geschäftsführung und Werkstudenten, wenn Sie schon Akademiker beschäftigen, natürlich maximal 5 Akademiker, das hatte ich schon erwähnt, bekommen Sie 33.000 Euro auf 2 Jahre als Gehaltszuschuss. Wenn Sie noch keine Akademiker beschäftigen, dann bekommen Sie als Gehaltszuschuss 48.000 Euro als Gehaltszuschuss auf diesen Assistenten. Das Programm ist so gut, weil es sehr unbürokratisch ist und wirklich sehr, sehr schnell in der Entscheidung. Sie stellen dann komplett Online-Antrag in einem MED-Portal. Der besteht im Prinzip aus einer sehr kurzen Projektbeschreibung und einem Stellenprofil. Ja, so kann man das bezeichnen.
Es wird innerhalb von wenigen Wochen darüber bestehen, ob das, was Sie tun, förderfähig ist oder nicht. Und dann haben Sie 4 Monate Zeit. Es kann in Ansprache mit den Projektträgern auch verlängert werden, der Kandidat eingestellt werden. Jetzt zahlen natürlich die Gehälter. Sie reichen Mittelanforderungen an den Projektträger an. Das kann beispielsweise in einem Zwei-Monats-Turnus passieren. Der Projektträger prüft und zahlt die Zuwendung aus. Recht unbürokratisches Verfahren und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das bekommen, wenn Sie diesen Antrag stellen, ist auch recht hoch. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, vor allem für kleine Unternehmen, auch für junge, für Startups, sehr geeignetes Förderprogramm. Ein Programm, was ein Thema, was natürlich momentan in aller Munde ist, adressiert, ist ein Innovationswettbewerb innerhalb der Großinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums zur Förderung digitaler Technologien. Hier geht es um den KI-Innovationswettbewerb generative KI für den Mittelstand. Hier haben wir einen expliziten Fokus außerhalb der Produktion. Ja, also es geht um Wissensmanagementprozesse, Designprozesse, Marketingprozesse, Beratungsprozesse, aber auch Qualitätsmanagementprozesse, die adressiert werden können, wo generative KI zum Einsatz kommen soll, um zu explorieren, um zu demonstrieren. Für diesen Call stehen insgesamt 20 Millionen Euro Förderung zur Verfügung, also für alle Konsortien, die gefördert werden sollen. Und ebenfalls sind hier breite interdisziplinäre Konsortien gefragt. Mindestens ein KMU, inklusive Startups, mindestens ein KMU muss hier dabei sein. Es können Hochschulen gefördert werden, Forschungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen, aber auch Verbände. Ja. Hier werden ebenfalls ähnlich wie bei den Innovationswettbewerben im EFRE Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten gefördert. Die Förderquote liegt bei zwischen 25 und 80%, ebenfalls abhängig von der Anwendungsnähe. Bei Forschungseinrichtungen haben wir hier statt 90 100% Förderung. Und wir haben hier ebenfalls ein zweistufiges Verfahren. Beim Thema generative KI ist natürlich aus Sicht der Unternehmen zu fragen, inwieweit kann ich habe gerade da schon was zu zweistufigen Verfahren erzählt, tatsächlich Projekte definieren, die erst, wir haben hier den Stichtag April, frühestens Anfang nächsten Jahres beginnen werden und dann ein paar Jahre auch noch laufen werden. Während das Thema generative KI, während sich die Technologien dort tatsächlich überschlagen und die meisten Unternehmen nicht wissen, wie es in einem halben Jahr weitergeht mit dieser Technologie, ist es natürlich schwierig, hier tatsächlich Projekte zu definieren, Projekte zu planen. Und für diese Unternehmen ist ein weiteres Förderprogramm sehr geeignet. Das Forschungszulagengesetz. Es ist kein normales Förderprogramm, sondern ein Gesetz, Nomen est Omen. Ja. Anspruch besteht hier bei allen in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen. Es ist so weit bottom-up, wie man überhaupt bottom-up sein kann als Förderprogramm, denn es gibt keine Themeneingrenzung, kein Wettbewerbsverfahren und auch keine Stichtage. Es ist ein sofortiger Maßnahmenbeginn möglich und sogar eine rückwirkende Projektförderung. Das Gesetz ist im Jahr 2020 in Kraft getreten. Frühester Projektstart wäre also 2. Januar 2020, tatsächlich rückwirkend. Und hier wird alles gefördert. Von mathematischen Grundlagen für KI oder werkstofftechnischen Grundlagen für Sensorik, die dann in KI verwendet wird, bis hin zu tatsächlichen Prototypen-Lösungsentwicklung. Das ist natürlich die Regel, was ein Unternehmen macht, tatsächlich experimentelle Entwicklung, experimentelle Anwendungen entwickeln. Die Förderquote laufend und rückwirkend liegt bei 25% auf Personalaufwände und effektiv auf 15% auf Auftragsforschung und Entwicklung. Das sind die beiden Aufwandsposten, die hier förderfähig sind. In der Perspektive kann sein, dass die Förderquote für kleine und mittlere Unternehmen auf 35% anwachsen wird und auch die Auftrags-F&E auf 17,5% anwächst. Das liegt aber aktuell als Teil des Wachstumschancengesetzes. Wahrscheinlich haben Sie alle davon in den Medien davon Wind bekommen. Im Vermittlungsausschuss auf der einen Seite im Bundesrat. Wahrscheinlich wird es im Monat April eine endgültige Entscheidung geben, ob das kommt, ob die Veränderungen kommen, ob der Aufwuchs im Forschungszulagengesetz kommt oder nicht. Die maximale 1 Million Euro Zulage pro Unternehmen ist quasi das Äquivalent zu einem echten Zuschuss pro Unternehmen und ja, nicht pro Projekt, sondern wirklich pro Unternehmen innerhalb
eines vom Bund verbundenen Unternehmen für alle Unternehmen, für den ganzen Konzern gültig. Aktuell noch in Kraft. In der Perspektive wird das ebenfalls, steht zumindest zur Diskussion, verdreifacht werden können. Das Antragsverfahren ist ebenfalls zweistufig, aber hier bremst es Sie ja nicht aus. Ja, Sie können Ihr Projekt sofort starten. Ebenfalls eine voll elektronische Antragstellung, wo fachlich begutachtet wird. Und hier haben wir noch eine Besonderheit. Abgerechnet wird nicht mit einem beliehenen Projektträger, sondern mit dem Finanzamt. Das heißt, sobald Sie eine positive Bescheinigung vorliegen haben für Ihre Projekte, können Sie bei abgeschlossenen Wirtschaftsjahren zu Ihrem Finanzamt gehen und dort einen Antrag auf Zulagenfestsetzung stellen. Und mit der nächsten Steuererklärung gibt es eine Verrechnung. Das heißt, Sie bekommen ein Guthabenkonto beim Finanzamt, bei Ihrer zuständigen Finanzverwaltung. Und die schauen dann, okay, was setzen wir an Steuer fest für Ihr Unternehmen bei der Steuererklärung? Was gibt es für Einkommen- oder Körperschaftssteuer, die Sie als Unternehmen dem Finanzamt schulden? Was schulde ich Ihnen als Finanzamt? Weil Sie haben ja hier das Guthabenkonto in der Zulagenfestsetzung und wird dann verrechnet. Wenn die Zulage die Einkommen- oder Körperschaftssteuer übersteigt, kriegen Sie eine anteilige Auszahlung. Bei Startups, die noch gar keine Einkommen- oder Körperschaftssteuer zahlen, ist das so, dass Sie komplett eine Auszahlung bekommen. Bei Startups, die natürlich entsprechend noch keine Gewinne erwirtschaften. Förderung, ich habe es vorhin schon erwähnt, gibt es nicht nur als Zuwendung, sondern auch als geldwerte Leistung. Hier möchte ich noch eine Initiative nicht unerwähnt lassen. Das ist das Zukunftszentrum KI NRW. Hier haben Sie einen unter bestimmten Bedingungen, das ist eine echte Beihilfe, die hier fließt. Das heißt, Sie müssen bestimmte formale Bedingungen erfüllen, aber Sie bekommen hier Zugang zu tatsächlich kostenlosen Unterstützungs-, Beratungs-, Qualifizierungs- und auch Umsetzungsdienstleistungen. Ja, das heißt, hier können Workshops beispielsweise zum Thema KI in Unternehmen realisiert werden durch unsere Spezialisten. Ich sage unsere, weil Zenit dieses Zukunftszentrum KI koordiniert mit weiteren Partnern, mit weiteren Technologie- und Forschungspartnern, die hier mit an Bord sind und auch Sozialpartner, die hier mit an Bord sind in diesem Konsortium, bis hin zur Umsetzung von Aktivitäten. Das heißt, Spezialisten gehen in ihr Unternehmen, schauen, was haben sie beispielsweise für Datenpotenziale und es geht bis zur Programmierung eines KI-Prototypen, um eine bestimmte konkrete Lösung in Ihrem Unternehmen zu demonstrieren. Ja, und das komplett kostenlos in diesem Zukunftszentrum, in dieser Förderung vom Bundesarbeitsministerium und dem Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen kriegen Sie hier über den QR-Code oder auch über mich. Ich vermittle sie gerne an unser Team, was dieses Vorhaben noch über weitere Jahre betreuen und begleiten wird. Neben den eben erwähnten und ausgeführten Förderprogrammen gibt es natürlich weitere Fördermöglichkeiten. Eine ganze Reihe auf nationaler Ebene, auf internationaler, auf europäischer Ebene, auf regionaler Ebene. Angefangen von Einzelförderungen für große Skalierungsprojekte im Bereich Deep Tech, High Tech. Ja, mit einem hohen Disruptionspotenzial und Förderungen von bis zu 2,5 Millionen Euro für ein einzelnes Unternehmen und Blended Financing, also auch mit einem Invest, nicht nur mit einem Grant, nicht nur mit einem Zuschuss, sondern auch Invest, und zwar einem geduldigen Invest in Unternehmen und Projekte mit einem hohen Disruptionspotenzial. Über internationale Verbund F&E und Innovationsprojekte bis hin zu kleinen Vouchern auf nationaler und internationaler Ebene. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sie haben hier einige Links, eine kleine Zusammenstellung von Optionen. Das Thema AI Regio, ein interessanter Code, vor allem für produzierende Unternehmen. Hier werden KI-Experimente im Produktionssektor gefördert. Recht kurzfristig. Die Deadline ist schon in wenigen Tagen, aber der Antrag ist auch wirklich sehr, sehr easy und unbürokratisch. Das ist ein kurzer Antrag, das schafft man, wenn Sie sagen, okay, das Thema passt zu uns, schauen Sie sich das gerne an. Ebenfalls möchte ich nicht unerwähnt lassen, das Thema EE Energy, ein Call, den wir betreuen als Zenit ebenfalls. Hier haben Sie weitere Informationen. Da geht es darum, Energieeffizienzmaßnahmen im Unternehmen zu initiieren und auch entsprechende Dienstleister, Hardware und Software vielleicht auch zu finanzieren.
Und dort gibt es niedrigschwellige Antragstellung, 10.000 Euro für Voucher, wo natürlich das Thema Machine Learning eine Rolle spielen kann. Ich selbst kenne eine ganze Reihe von tollen Lösungen, die Energieeffizienz im Unternehmen mithilfe von Daten weit voranbringen können. Neben diesen erwähnten Förderprogrammen gibt es natürlich eine ganze Reihe von weiteren Förderprogrammen. Ein weiteres Förderprogramm wird Ihnen gleich meine liebe Kollegin Dorit Meyer vorstellen. Bevor ich übergebe, nehme ich nochmal das Vergnügen, Ihnen dann nochmal ein kleines Fazit insgesamt zu Fördermitteln aus meiner Perspektive mitzugeben. Zum einen, Kombination von Fördermitteloptionen in einem gesamten Transformationszyklus sind möglich. Das heißt, Sie müssen schauen, wo kann ich auf Beratungsförderung zurückgreifen, bei welchen Aufwandsposten, welchen Bedarfen, wo kann ich auf Qualifizierungsförderung zurückgreifen, wo macht es vielleicht Sinn, als Unternehmen sich auch wirklich an einem F&E-Projekt, also einem Innovations-, einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu beteiligen, wo gibt es vielleicht auch Investitionsbedarfe. Wenn Sie kombinieren, ja, das heißt, die Kombination ist notwendig, aber wenn Sie kombinieren, müssen Sie aufpassen, jeder einzelne Aufwandsposten, das heißt, jede Personalstunde oder jede Rechnung, kann natürlich nur einmal in einem Förderprogramm betrachtet werden. Sie können nicht eine einzelne Rechnung über mehrere Förderprogramme kombiniert sich fördern lassen. Damit es überhaupt möglich wird, müssen Sie Vorhaben strategisch und ganzheitlich denken, um Aufwandsplanungen wirklich systematisch zu gestalten und schauen, wo haben Sie bestimmte Jobs to do und welche Aufwandsposten stecken hinter diesen Jobs to do, die man wiederum aus der Fördermittelperspektive oder auch insgesamt aus der Finanzierungsperspektive, man muss ja Mittel aufwenden, entsprechend systematisch betrachten kann und auch diese Wege gehen kann, um Fördermittel zu akquirieren. Und damit Sie sich nicht im Förderdschungel verlaufen, ganz klare Empfehlung, nehmen Sie öffentliche Beratungsstrukturen in Anspruch. Das gilt nicht nur zur Orientierung um sich entsprechend Empfehlungen ausstellen zu lassen, sondern es ist auch eine Empfehlung, weil es sind sehr, sehr viele Förderberater unterwegs, die Ihnen natürlich auch kostenpflichtige Dienstleistungen anbieten, damit Sie aber wirklich eine qualifizierte und mündige Entscheidung treffen können, was Sie outsourcen, ja, wie viel Aufwand Sie outsourcen tatsächlich und wie viel dieser Aufwand wert sein darf. Ja, wie viel darf das Ganze kosten, wenn ich etwas outsource? Ja, macht es wirklich Sinn, sich zunächst einmal von einer öffentlichen Beratungsstelle orientieren und aufklären zu lassen? Das ist wirklich sehr wichtig, was ich Ihnen noch mit an die Hand geben möchte. Und ich übergebe jetzt sehr gerne an Dorit Meyer, die ein weiteres spannendes und unbürokratisches Förderprogramm für den Kölner Raum vorstellen wird. Vielen Dank von meiner Seite zunächst einmal. Ja, vielen Dank für die wunderbare Überleitung, lieber Sergej, und für die ganzen Informationen, die wir jetzt schon von dir erhalten durften. Auch Köln Business fördert innovative KI-Projekte. Und zwar tun wir das mit unserem eigenen Förderprogramm Kölner Rahmen. Und da im Speziellen mit der Förderlinie, die sich nennt AI Innovations, KI-Anwendungen für Unternehmen. Unser Ziel mit der Förderung ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation mittels KI voranzutreiben. Deshalb bezuschussen wir hier Projekte, die zum Ziel haben, die Weiterentwicklung oder auch Entwicklung innovativer, KI-basierter Produkte, Services, Dienstleistungen und Prozesse voranzubringen. Und damit sollten dann natürlich auch positive Effekte in Unternehmen erzielt werden können, vor allem Kostensenkungen, Effizienzsteigerung oder vielleicht sogar ja auch die Schaffung von neuen Geschäftsmodellen sogar. Zur Bewerbung eingeladen sind im Grunde alle Unternehmen. Unternehmen mit Haupt- und Nebensitz in Köln, aber nicht nur, sondern auch Unternehmen, die in Köln ein Projekt umsetzen wollen, zum Beispiel für ein Kundenunternehmen, was seinen Sitz in Köln hat. Oder vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit zu verargumentieren, wie die Projektgelder verwendet würden, sodass sie dem Wirtschaftsstandort Köln zugutekommen. Also die Wirkungsweise innerhalb der Stadt Köln ist uns natürlich als Kölner Wirtschaftsförderung dabei besonders wichtig. Dabei sind wir auch komplett branchenoffen. Wir haben zwar ein paar Beispiele für Branchen, die gefördert werden können, hier aufgelistet. In der Kultur- und Kreativwirtschaft könnten sich zum Beispiel Designagenturen oder auch Spieleentwicklungsunternehmen angesprochen fühlen. Aber auch Industrie, Life Sciences, wirklich, es sind keinerlei Grenzen dem Ganzen gesetzt. Und es ist auch vollkommen egal, wie alt oder wie groß das Unternehmen ist. Alle Unternehmen können gerne ihr Glück versuchen und ihren Hut in den Ring schmeißen, sozusagen. Insgesamt stehen 50.000 Euro an Investitionsvolumen für dieses Förderprogramm von unserer Seite bereit. Die werden dann in fünf Projekte als Zuschuss vergeben.
Insgesamt werden bis zu 10.000, aber mindestens 6.000 Euro pro Projekt als Zuschuss von uns gezahlt. Und das sollte dann laut Kosten- und Finanzierungsplan maximal 60% der förderfähigen Kosten entstehen. Also die Förderquote ist bei 60%, sodass mindestens 40% von euch als ZuwendungsempfängerInnen dann selber beigesteuert werden müssen. Aber das Gute dabei ist, das könnt ihr zum Beispiel auch in der Form tun, dass ihr eure eigene Personalleistung, eure Arbeitskraft hier mit einbringt. Und das muss also nicht der finanzielle Beitrag sein, der von euch kommt. Wenn ihr euch jetzt nicht so ganz sicher seid, passt meine innovative Idee auch tatsächlich zum Köln Business Förderprogramm, dann können wir euch sehr, sehr gerne auch noch mal konkreter beraten. Mein Kollege Dr. Cedric Reuter, den ich eingangs schon erwähnt habe, der hier bei uns KI-Experte ist, ist auch für dieses Förderprogramm verantwortlich. Und seine Kontaktdaten, genauso wie alle anderen relevanten Informationen rund um das Förderprogramm, findet ihr unter dem hier angegebenen Link. Ihr werdet dann auch sehen, dass wir uns sehr bemüht haben, das ganze Verfahren sehr schlank, sehr einfach zu halten, ohne viel Papierkram, wirklich nur mit dem Allernötigsten. Und das Allernötigste ist ein recht kurz gehaltener Förderantrag, bei dem wir euch einfach ein paar Fragen stellen, die ihr zu beantworten habt. Und ein Muster für einen Kosten- und Finanzierungsplan findet ihr auch schon auf unserer Seite. Den braucht ihr nur runterladen, ausfüllen und dann gemeinsam mit dem Antrag an die angegebene E-Mail-Adresse zu schicken. Ich glaube, einfacher geht es kaum, Förderung zu beantragen. Und dazu habt ihr die Möglichkeit bis zum 21. April. Dann erhalten alle Projekte im Laufe des Mai ihre Rückmeldung und die geförderten Projekte haben dann circa ein Jahr die Möglichkeit, umgesetzt zu werden. Wir sind schon sehr gespannt auch, welche Projektideen uns dieses Jahr erreichen werden von euch und freuen uns da auf zahlreiche Anträge. So, soweit der Teil zu den einzelnen Förderprogrammen. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Da ist auch kräftig die Chance genutzt worden, uns mit Fragen zu löchern. Und ich lese mal die erste vor, die hier reinkam. Kann man bei der Kategorie Forschung und so weiter auch Personalkosten ohne Rechtsform fördern lassen? Und dann wurde das im nächsten Schritt nochmal spezifiziert. Brauche ich eine GmbH, UG oder Ähnliches, um solch eine Förderung zu beantragen? Oder könnte man solch eine Förderung auch für ein Gründungsvorhaben nutzen, wo noch keine GmbH gegründet oder eingetragen wurde? Sergej, okay. Magst du da einmal drauf antworten? Ja, das sind natürlich einige Varianten und Variationen. Kommt halt drauf an. Also es muss natürlich einen Antragsteller geben. Es gibt Förderprogramme, da sind sie auch als natürliche Person förderfähig. Ja? Beispielsweise das Forschungsrahmenprogramm der EU. Da sind sie auch wirklich als natürliche Person förderfähig. Dann gibt es Förderprogramme, die sind explizit für Gründer, vor der Gründung gedacht. Ja? Wie beispielsweise Gründerstipendien, die aber beispielsweise daran gebunden sind, dass die in einem bestimmten Zeitfenster auch tatsächlich dann auch gründen werden. Also diese Optionen bestehen, auch als Freiberufler. Das Thema MED hatte ich vorhin auch angesprochen. Als Freiberufler sind Sie förderfähig im MED-Programm. Da gibt es Optionen. Das heißt, bei weitem nicht alle Förderprogramme sind explizit nur für Unternehmen. Ja? In manchen Förderprogrammen sind Sie quasi Stipendiat oder Teilnehmer in einem Team, beispielsweise in einem Institut, das für Sie als Gründer einen Antrag stellt, damit Sie aus dem Institut ausgründen können. Da gibt es eine große Bandbreite. Wir können gerne über Ihre spezifische Situation sprechen und schauen, was bei Ihnen gegebenenfalls zum Tragen kommen kann. Prima. Gut, ja. Für das Köln Business Förderprogramm übrigens gilt dann ganz speziell auch, dass tatsächlich eine Rechtsform existieren muss, dass in irgendeiner Form ein Unternehmen eingetragen worden sein muss. Dafür können wir es ja ganz konkret auch schon beantworten. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Die bezieht sich auf das Forschungszulagengesetz, was du, Sergej, gerade vorgestellt hattest. Das ist eine ganz, ganz wichtige Förderform, leider noch sehr unbekannt unter vielen Unternehmen. Aber ich persönlich empfehle das in meinen Beratungen immer sehr, sehr häufig. Sobald ein Projekt innovativ ist, passt es in ganz vielen Fällen. Und hier war die Frage, rückwirkende Projektförderung, auch Invest absetzbar? In diesem Fall geht es wohl um einen MVP, ein Minimum Viable Product, für die die Begrifflichkeit vielleicht noch nicht kennen. Und zwar vor der Firmengründung. Vor der Firmengründung nicht. Also hier müssen Sie ein steuerpflichtiges Unternehmen sein. Die Rechtsform spielt hier keine Rolle, aber Sie müssen in Deutschland steuerpflichtiges Unternehmen sein und dann Aufwände tätigen, dann Aufwände auch nachweisen.
die förderfähig sind. Absetzen ist hier nicht der richtige Begriff. Ich habe gerade absetzen gehört. Es ist kein Aktivierungsposten in der Steuererklärung. Es ist ein echter Zuschuss, der einfach mit der Steuererklärung entsprechend verrechnet wird. Es ist kein Absetzen von der Steuer. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine echte Förderung, die auch nicht weiter versteuert wird. Es ist ein echter Zuschuss. Es wird halt über den, in Anführungszeichen, Projektträger Finanzamt abgewickelt. Aber auch aktuell ist es nicht so, zumindest in rückwirkend für bestehende Unternehmen und laufend, ist es noch nicht so, dass Invests, auch projektbezogene Invests, hier bezuschusst werden können. Aber in der Veränderung des Förderprogramms, als ein Baustein im Wachstumschancengesetz, ich hatte es schon erwähnt, wird dieses Thema adressiert. Es kann sein, dass es in eine Perspektive kommen wird, dass auch projektspezifischer Sachausgaben, Investitionskosten gefördert werden können und in dem Fall tatsächlich die buchhalterischen Abschreibungen, die dort in die Bemessungsgrundlage fließen werden. Aber wie gesagt, es ist nur auf Papier, noch ist das nicht verabschiedet. Ich hoffe natürlich, es kommt, weil das wäre eine sehr, sehr gute und unbürokratische Förderung für innovierende Unternehmen, die auch hohen Sachkostenaufwand in ihren Entwicklungen haben. Super, hier kriegt man sogar noch die Infos vorab, die sonst noch gar nicht so offiziell publiziert worden sind. Großartig. Wir haben auch noch eine weitere Frage, die definitiv an mich gerichtet ist, erhalten. Da geht es um den Kölner Rahmen, um unser Köln Business Programm. Gilt das Förderprogramm Kölner Rahmen nur für Projekte, die noch nicht begonnen haben, oder ist ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn möglich? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, die uns da auch sehr, sehr oft gestellt wird. Die haben wir aber explizit in der Förderrichtlinie auch schon vorweggenommen sozusagen. Wir haben da nämlich explizit erwähnt, dass ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn, wie so oft bei Förderung, da ist tatsächlich das Forschungszulagengesetz die einzige Ausnahme, explizit ausgeschlossen ist. Also es ist nicht möglich, wenn mit dem Projekt schon begonnen wurde, wenn Ihnen schon irgendwelche Ausgaben entstanden sind, Verträge beispielsweise mit IT-Programmierern abgeschlossen worden sind, dann im Nachgang noch die Förderung bei uns zu beantragen und einzuwerben. Das ist leider nicht möglich an der Stelle, sondern nur solche Kosten sind förderfähig, die erst für Projekte, die noch anstehen, gedacht sind. Gut. Dann haben wir noch eine weitere Frage erhalten auf anderem Wege. Gibt es auch Fördermöglichkeiten für Solo-Selbstständige? Ich bin Designer mit einer Agentur in Köln und möchte ein KI-Tool entwickeln. Für die Entwicklung will ich eine IT-Agentur beauftragen. Sergej, magst du da einmal drauf reagieren? Ja, also ich habe gerade schon das Programm MED ausgeführt gehabt. Leider ist aktuell der Digitalisierungsgutschein, das wäre so ein Programm, was möglicherweise passen würde. Man muss natürlich ganz genau in die Anforderungen schauen, was dort konkret gemacht wird in diesem Projekt. Grundsätzlich könnte das greifen. Im MED-Digitalisierungsgutschein, es wird wahrscheinlich im April wieder ein Verfahren öffnen, wo solche und ähnliche Projekte mit beauftragt werden können. Genau, und für das Kölner Rahmenprogramm gilt, dass auch gerne Solo-Selbstständige ihren Hut in den Ring schmeißen können und einen Antrag einreichen können. Lassen Sie uns auch gerne oder lasst uns auch gerne nochmal vorher in einem Call abklären, in welcher Form das konkret ausgefüllt werden kann, dann die Antragsdokumente, dass es auch wirklich inhaltlich schlüssig ist, dass das auch mit der einzigen vorhandenen Personalkraft auch wirklich umsetzbar ist, das Projekt. Aber da spricht auch von unserer Seite her nichts dagegen. Gut, wir wollen ein KI-Tool, das bereits auf dem Markt erhältlich ist, in unserem Unternehmen, wir haben 200 Beschäftigte, einsetzen. Um es richtig zu nutzen, wollen wir unsere Mitarbeitenden schulen. Gibt es für solche Schulungen Förderung? Ja, Ganz spannend, wie ich finde. das ist eine gute Vorlage für unser Zukunftszentrum KI. Ja, wo man tatsächlich mit, also es ist ja ganz wichtig, bei solchen Vorhaben die Mitarbeiter nicht nur mitzunehmen, sondern auch wirklich zu aktivieren. Ja, es ist ganz wichtig, da wirklich partizipativ vorzugehen und nicht nur zu qualifizieren, sondern auch zu schauen, was ist denn wirklich der Bedarf innerhalb eines Prozesses. Aber welche Funktionalitäten muss eine Lösung vorweisen, damit sie auch wirklich weiterhält? Ja, und was müssen natürlich unsere Mitarbeiter können, damit sie mit diesem Tool, sofern es eingesetzt wird, auch umgehen können? Ja, das sind Fragestellungen, wo sie eine kostenlose Beratung und auch kostenlose Qualifizierungen bei uns beim Zukunftszentrum KI durchlaufen können. Aber neben dem Zukunftszentrum KI NRW, wo sie sich gerne wirklich an mich auch wenden können, gibt es
eine ganze Reihe von Förderprogrammen, unter anderem das Qualifizierungschancengesetz, wo den Unternehmen die Qualifizierungslandschaft und Qualifizierungsangebote recht breit gefächert und auch mit sehr, sehr viel spezifischen Bereichen, die förderfähig sind, offenstehen. Also definitiv gibt es dazu auch eine ganze Reihe von Förderoptionen. Dann eine weitere Frage. Wie lange wartet man in der Regel auf eine Rückmeldung, wenn man einen Förderantrag eingereicht hat? Dauert das nicht furchtbar lange? In dem Ruf stehen So wie bei euch Förderprogramme ja gibt es ja, leider. ich habe gesehen, nach einem Monat gibt es schon den Förderbescheid. Das ist ja sehr schnell. Beim EMED-Assistenten sind es auch in der Regel wenige Wochen, maximal einen Monat. So meine Erfahrung. Also da geht das auch schnell. Es variiert wirklich sehr stark von Programm zu Programm. Von beim Forschungszulagengesetz, das heißt der fachliche Antrag bei der BSFZ, das dauert ungefähr 2,5 bis 3 Monate, aber das bremst Sie ja nicht aus. Sie können ja schon das Projekt gestartet haben, das bremst Sie in dem Durchführen, in den Aufwänden, in den Verträgen, die Sie schließen müssen, in dem Personal, was Sie auf Projekte allokieren, nicht aus. Aber wie gesagt, das dauert ungefähr 3 Monate, bis Sie wirklich einen Bescheid haben, dass das, was Sie tun, tatsächlich auch F&E ist. Und teilweise ist es halt auch deutlich länger als die 3 Monate. Ich habe gerade die zweistufigen Verfahren erwähnt. Es gibt auch in Deutschland ist das in der Regel so, dass die zweistufigen Verfahren, dass die zweite Stufe nur noch in Anführungszeichen Formsache ist. Sie müssen allen Formalitäten nachkommen und die Förderempfehlung ist eigentlich schon quasi, Sie haben das quasi schon eingefangen. Sie müssen, dürfen natürlich keine Formfehler mehr machen bei dem förmlichen Antrag. Das heißt, dort bekommen Sie die Empfehlung nach ungefähr 3 bis maximal 4 Monaten. Und müssen dann noch auf den förmlichen Antrag, auf die förmliche Begutachtung warten, die wiederum Zeit in Anspruch nimmt. Im europäischen Bereich gibt es zweistufige Verfahren. Da gehen Sie durch die erste Stufe, bekommen einen positiven Bescheid, müssen dann noch die zweite Stufe ebenfalls im Wettbewerb bestehen. Ja, das heißt, Sie investieren hier viel Zeit, ohne zu wissen, ob die Zeit tatsächlich auch dazu führt, dass Sie eine Förderung bekommen. Und das dauert dann bis hin zu einem Jahr. Ja, es gibt zwei oder sogar auch dreistufige Verfahren, nochmal mit Interviews in der Accelerator-Förderung von Hightech-Startups. Da sind es sogar mehrere Stufen und da wissen Sie nach 8 Monaten, nach den ganzen Investitionen, die Sie getätigt haben in den Antrag, immer noch nicht, ob Sie gefördert werden oder nicht. Das heißt, die Varianz, die Bandbreite ist sehr, sehr groß und vor allem beim Thema KI muss man sich auch wirklich entscheiden, kann man überhaupt so ein Verfahren durchlaufen? Kann man fachlich und technisch ein Projekt definieren, das wirklich erst in einem Jahr beginnen wird? Weiß man das überhaupt bei den Technologiedisruptionen, die wir aktuell durchmachen? Und kann man Projekte definieren, die dann darauf auf, ab dem Start überhaupt noch entsprechend einige Jahre laufen werden? Das sind Entscheidungskriterien, die eine große Rolle spielen bei KI-Projekten, auf welches Programm man zugreift und von welchem man gegebenenfalls einfach die Hände lassen muss, weil das gar nicht planbar ist. Prima, also keine pauschale Antwort ist möglich, sondern man muss einfach die individuelle Förderebene Bund, Land, EU mit berücksichtigen und das einzelne Programm dann individuell sich nochmal anschauen. Gut, wir haben noch eine Frage bekommen. Gibt es Förderoptionen, wenn wir unseren Unternehmenssitz in Frankfurt haben, allerdings einen KI-Workshop oder Arbeitskreis mit Partnern aus Köln in Köln organisieren möchten? Veranstaltungsförderung ist grundsätzlich meiner Erfahrung nach immer eine schwierige Kiste so. Hast du da eine Idee für so einen Fördergegenstand, einen Workshop abzuhalten in Köln? Ja, also Bundesförderung steht da natürlich auch Frankfurt dann zur Verfügung, ja. Wir haben ja heute auch mindestens ein Bundesförderprogramm oder mehrere Bundesförderprogramme, die für alle Unternehmen in Deutschland zur Verfügung stehen, vorgestellt. Das Thema Veranstaltung, ich würde gerne weitere Details wissen. Also worum handelt es sich dabei? Was kann ich mir unter einer Veranstaltung vorstellen und warum ist eine Veranstaltung es wert, gefördert zu werden? Wenn die Veranstaltung natürlich ein Baustein ist innerhalb eines geförderten Projektes, was bestimmte, ich habe es vorhin erwähnt, Anreizeffekte, Anforderungen an solche Projekte, Innovationscharakter, einen Beitrag zu gesellschaftlichen Herausforderungen leistet. Und darunter gibt es dann halt auch das Thema Veranstaltungen, die beispielsweise für die Verwertung und Verbreitung von Ergebnissen genutzt werden. Dann können Veranstaltungen gegebenenfalls gefördert werden. Aber eine Veranstaltung jetzt als sich alleinstehend, eher schwierig.
Gut, und noch eine Frage, noch zur vorherigen Frage. Für Solo-Selbstständige existiert doch das Förderangebot Kompass. Ansprechpartnerin in Köln ist Claudia Budana hier bei uns bei Köln Business. Ob darüber KI-bezogene Förderung möglich ist, das interessiert hier jemanden. Und das kann ich auch gerne selber beantworten, weil wir bei Köln Business sind Anlaufstelle, haben erfolgreich die Förderung von ISF und Bundesarbeits- und Sozialministerium eingeworben. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Projektstelle bei uns angedockt, die jeden Solo-Selbstständigen, der mindestens 2 Jahre am Markt ist, gerne auch zu den Bezuschussungsmöglichkeiten für Weiterbildungen berät. Kann ich wirklich jedem sehr ans Herzen legen. Eine ganz fantastische Beratung bekommt man da bei meiner Kollegin. Und da geht es natürlich auch um Weiterbildung zu KI-Themen. Das heißt, auch KI-weiterbezogene Weiterbildungen könnte man mit bis zu 4.500 Euro pro Jahr pro Nase sich bezuschussen lassen als Solo-Selbstständiger. Also auch das Thema Weiterbildung ist hier durchaus auch schon in Förderprogrammen adressiert, wenn es um KI geht. Können auch Filmprojekte gefördert werden? Konkret ein einzelner Aspekt des Films wird mit KI erstellt oder entwickelt. Ja, also hier muss Ja. man wirklich im Detail schauen, ob das Entwickeln tatsächlich eine vorkommerzielle Entwicklung ist. Also ob es, wenn es bestimmten Kriterien entspricht. Also wir haben ja beispielsweise den Call Next in NRW, was auch explizit die Kultur- und Medienlandschaft anspricht und auch KI-Lösungen für Kultur- und Medienlandschaft natürlich mit inbegriffen sind. Ja? Also wenn es den Innovationscharakter und die fachlichen Anforderungen erfüllt. Und wenn das natürlich auch die strukturellen Anforderungen erfüllt an so einem Vorhaben, ja. Wer ist der Antragsteller? Gibt es einen Referenzanwender? Meine, die Filmbranche ist ein sehr großer Markt, relevanter Markt. Und natürlich ist auch die öffentliche Hand daran interessiert, Entwicklung in diesem Bereich explizit auch zu fördern. Ja. Wenn der Innovationscharakter gegeben ist, wenn das ein Projekt ist, was jetzt quasi separiert werden kann aus der gängigen Produktion dieses gesamten Films, ja, wo es quasi um eine Prototypenentwicklung geht. Es geht ja nicht darum, dass sie etwas programmieren, was schon eins zu eins in diesem Film übernommen werden kann, sondern etwas entwickeln, was auch anderweitig durch die Projektbeteiligten verwertet werden soll. Ja. Dann hat das Potenzial, ebenfalls gefördert zu werden. Prima. Ich möchte auch an der Stelle auf ein Event von Köln Business, was ganz, ganz gut zu dem Thema auch KI in der TV-Branche passt, hinweisen. Und zwar bietet mein Kollege Hans-Peter Heineking am 5. März einen Webcast an, wo es ganz spezifisch um dieses Thema Einsatz von KI in der Postproduktion geht. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jemanden hier aus der TV-Branche auch unter den ZuschauerInnen haben, dass das für den einen oder anderen auch nochmal spannend ist. Melden Sie sich da gerne ein. Sie sind herzlich eingeladen. Gut, ich würde sagen, dann haben wir offenbar alle Fragen beantwortet. Das war eine Menge. Vielen Dank für die vielen Inputs, die hier reingekommen sind. Und dann ja, würde ich einmal direkt weitergehen. Offenbar konnten wir alles an Fragen klären. Das war total aufschlussreich, Sergej. Ich freue mich total, dass wir dich hier als Speaker heute dabei hatten und du so kompetent hier auch alle Fragen beantwortet hast. Das macht immer wieder Freude, mit dir zusammenzuarbeiten bei unseren Webcasts. Und ja, danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Danke euch jedenfalls recht herzlich, immer wieder eine Freude. Ja, sicherlich gibt es jetzt die eine oder den anderen unter euch, der oder die jetzt sagt, wir möchten gerne Förderung beantragen. Und dazu möchten wir, Sergej und ich, euch natürlich auch ganz stark motivieren. Das ist eine tolle Möglichkeit, die Förderprogramme euch bieten und macht davon gern Gebrauch. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Fördergelder von EU, Bund und Land hier nach Köln kommen und dem Kölner Wirtschaftsstandort zugutekommen. Und dazu möchten wir euch auch einladen zu einem weiteren Beratungsangebot, was wir haben bei Köln Business. Und zwar könnt ihr im Nachgang zu dieser Web-Session auch noch einen kostenlosen digitalen Einzelberatungstermin bei Sergej und mir buchen. Da können wir ganz in der Tiefe dann auch gerne ansetzen, wenn ihr uns zum Beispiel auch vorher noch eine Projektskizze vertraulich einmal zukommen lasst, können wir ganz konkret eure Fragen, die ihr mitbringt, besprechen. Und das findet am 12. und 13. März statt. Einige von euch, habe ich gesehen, haben auch schon kräftig ihre Timeslots sich gesichert. Macht gern von dieser Buchungsmöglichkeit Gebrauch. Den Link zur Buchung habt ihr auch alle schon mit der Anmeldebestätigung zu diesem Webcast erhalten. Ein paar letzte Timeslots sind sogar noch buchbar. Prima.
Hat euch unser Webcast gefallen? Und habt ihr viele neue Erkenntnisse gewinnen können? Wir freuen uns sehr über euer Feedback und wollen natürlich unsere Angebote auch immer gerne noch weiter optimieren. Deshalb schicken wir euch einen Evaluierungslink mit unserer Follow-up-Mail im Nachgang zu, ebenso wie auch alle Präsentationscharts, die heute gezeigt worden sind. Die erhaltet ihr also auf jeden Fall im Nachgang von uns. Köln Business ist auch bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Folgt uns gerne auch dort, um immer auf dem Laufenden zu sein. In unserem Veranstaltungskalender findet ihr auch Veranstaltungshinweise für die nächsten Webcasts, beispielsweise von Köln Business oder andere Events. Und auch eine Aufzeichnung von diesem Webcast werdet ihr zeitnah voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche auf unserem YouTube-Channel von Köln Business finden. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Inputs, für eure Fragen und für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr konntet viel Neues heute hier von uns erfahren und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ein herzliches Auf Wiedersehen von Köln Business.